Schlag. Jetzt diese Probe ist perfekt. Bitte sammle noch ein paar mehr. Ja, genau. Wir haben ja Zeit. Ah. Ja, ich habe mir wieder den Ausgewachsenen in den Hals. Ah. Ja, noch mehr ausgewachsene Bullimons hier. Das war jetzt leider nicht so, wie ich wollte. Das ist geklappt. Sammelst du Bullimon-Felle? Ich liebe das Zeug. Sie sind so weich und warm und man kann damit perfekt. Missionsgeschenk. Oh, eine Sicherung. Und setz die Sicherung einfach in Brewsters Schaltkasten ein. Dann kannst du den auch. Was wir nicht alles finden hier. So, da ist irgendwo noch ein Haar, oder? Nö. Haben wir verkackt. Verkackt. Ach Mensch, jetzt sind hier keine mehr. Jetzt kann ich zu dem nächsten Punkt laufen. Na, vielen Dank. Ah, wir haben hier eine schnelle... Ne, ein Checkpoint. Ne, nach Southampton Bay wollen wir jetzt nicht. Ja, wir sehen uns erstmal nur hier um. Hier gibt es ja auch noch einiges zu sehen. Munition. Zum Beispiel. Hier kommen wir. Ja. Kommen wir hier rauf? Ja, auf den kommen wir auch nicht mehr drauf. Aber auf die Kiste. Und über die Kiste kommen wir auch nicht hier rauf. Okay. Das heißt dann wohl nein, zumindest für mich. Und hier mussten wir irgendwo die Sicherung anbringen. Das werden wir auch gleich erledigen. Die wir uns natürlich wieder ein bisschen Kohle beschafft haben. Denn Geld regiert die Welt, das weiß jeder. Ah, schon wieder so eine Kiste, an die man nicht reinkommt. Beziehungsweise ich mit meinen verminderten Skillfähigkeiten vor allem. Ist nicht so, als würde Skillfähigkeiten. Mit meinen verminderten Skills kommen wir da nicht dran. Ja. Zum Unterschlupf hoch und kaufe einen Schild. Früher war dies ein wichtiges Widerstandsnest, bis irgendwann die Hyperion-Truppen vorrückten und alle nach Sanctuary flohen. Okay, dann schauen wir mal nach. Ah, hier ist ein Shop, wo man Schilde kaufen kann. Ah, wunderschön, ja. Schönes Radio, ja. Genau, mein Lieblingsradiosender. 0, gar nichts. Hier haben wir noch Geld und Geld und das nehmen wir direkt. Und einen wunderschönen Ausblick über gar nichts. Dann gehen wir mal shoppen. Ich hoffe, du bist geimpft. Na natürlich. Was denkst du denn? Gibt es hier auch einen Schild, der besser ist? Nein, natürlich nicht. Die Würfel verkaufen wir, das auch. Den behalten wir fürs Erste. Den wir schmeißen wir weg. Den brauchen wir für ein dafür brauchen wir ein höheres Level. Den behalten wir. Wenn er aus dem was schaltet diesen Kipfel frei, wenn er aus dem Inventar heraus benutzt wird. Hä? Okay, ja. Die Schilde sind irgendwie alle schlechter als meine. Also werden sie alle verkauft. Bis bald. Und dafür bin ich jetzt hierher gerannt. Dass ich in einen Schildshop komme, wo es nichts Besseres gibt. Dankeschön. So, dann suchen wir Bullimon-Haare mal woanders. Diesmal wissen wir, wie es geht und hoffen, dass wir sie nicht jedes Mal verbrennen. Ich meine, die Waffe ist ja spitze. Die tötet die so schnell wie keine andere, aber... Wenn die dann halt dadurch getötet werden.
Ich bin hier. Ich stehe perfekt in dem. Du kannst ja schwimmen, du. Jetzt reicht's mir her, aber. Boah, die Viecher nerven diese verdammten Mistratten hier. Wie noch so ein Vogel? Noch einer? Irgendwo? Nicht? Wundert mich nicht. So, Waffen sind nachgeladen. Oh, der war jetzt schön, der war jetzt schön. Jetzt auf einmal zielt die Waffe. Das war jetzt schön, das war jetzt schön. Oh, nächstes Level. Schauen wir mal. Können wir unsere Fähigkeit weiter aufbessern. Harmonie. Ich sehe mal, es gibt hier drei Tabs, wo jeweils auf verschiedene Sachen geskillt werden. Verbessert deine Schildkapazität und deine Schildladeverzögerung. Erhöht Schaden und Projektilgeschwindigkeit. Erhöht den kritischen Trefferschaden und den Nahkampfschaden. Der Töten eines Feindes, den du momentan in dein Facelock eingeschlossen hast, erzeugt Lebensorbs, die dich und deine Freunde automatisch heilen. Hat eine Chance, mit Feuer, Schock, Korrosions- und Slag-Schusswaffen Statuseffekte zu erzeugen. Erhöht Magazingröße und Nachladegeschwindigkeit aller Arten. Ich glaube, den nehme ich mir mal. Was gibt's denn hier für Endfähigkeiten? Action Skills Steigerung. Wir können nicht mehr blechen. Action Skill Steigerung. Facelock select alle Feinde nun und verursacht bei ihnen Elektroschock und Korrosionsschäden. Nahkampf Override Skill. Drücke V, um eine Slack-Kugel abzuwerfen, die Feinde in der Nähe permanent Schaden zufügt. Ohne Schaden? Action Skill Steigerung. Wieso sage ich jedes Mal Steigerung? Stirbt ein Gegner, auf den dein Facelock einwirkt, besteht die Chance, dass dein Facelock ein neues Ziel sucht und auf das Ziel einwirkt. Klingt auch nicht schlecht. Ja, das werden wir alles noch sehen. Sehen, ja. Jawohl, werden wir. Du nicht, Freundchen. So, was haben wir hier? Eine sinnlose Waffe. Nehmen wir natürlich mit. Denn wie wir alle wissen, stehen wir auf sinnlose Waffen. Hier liegt irgendwas unterm Boden. Ja, noch Munition. Ja, danke schön. Und wir wollten hier weiter zu dem Bullimonkan. Irgendwie habe ich gerade keine Lust, die Gegner alle wieder zu töten. Ich glaube, jetzt muss ich alle nochmal töten, die ich gerade eben, oder beziehungsweise bei der letzten Aufnahme getötet habe. Okay, solange der Boom Boom nicht nochmal kommt. Haha. Autsch! Ein bisschen Snipern hier. Sagen jetzt gegen meine Mami, du Psycho. Oh, ich bin jetzt gerade nicht gerade der beste Fernkampfzieler hier. So, jetzt reicht's mir aber. Haha. Wenn man bei so einem Fass steht, ist man selber schuld.
Ah, oh, noch so ein Psycho. Wow! Schreck mir doch nicht so. Friss meinen Energieschlag, du Bastard. Ah, Geld. Wir dürften jetzt alle tot sein fürs Erste. Ja, und wieso leckst du jetzt so? Irgendwie fangen bei mir die Spiele immer nach einer gewissen Zeit an zu laggen. Top-Notch-Handgang. Oh, hat die Notch entwickelt? Kann die Blöcke schießen? Was hier überall rumliegt. Meine Fresse, ist so viel Munition. Also die könnte man belagern. Die halten durch. So, und wehe, dieser Boom-Boom kommt jetzt nochmal. Nein. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Und doch ist es so. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Es ist doch nicht deren Ernst, oder? Also, das ist jetzt wirklich unfair, dass ich den nochmal machen darf. Nur weil ich beim letzten Mal eine Pause eingelegt habe. Geht mir nicht auf den Zeiger hier. Das endet ungesandt. Eine weitere Herausforderung gemeistert. Ja, ich kann dich auch da oben anzünden. Na, diesmal weiß ich, wie es weitergeht. Wow. Oh, der war schön, der war schön. Schön kritisch vor allem. So. Und ihr kommt beide dran. So. Jetzt ist er aber ruhig im Karton. Ja, ja. Und das nur wegen dem Bullimonkan. Und nur weil ich dort so gefailt habe und die direkt alongetötet. Umgetötet habe, ja. Umgetötet. Ich habe sie nicht getötet, ich habe sie umgetötet. Aber die Früchtemasse scheint jetzt nicht zu kommen. Und wie ich gerade glaube zu sehen, ich glaube, ich musste die... Sehr effektiv gegen Fleisch. Ja, wir sind voll, ja. Da haben wir ja genügend aufgesammelt, dass wir wegschmeißen können. Genügend. Zum Beispiel. Was ist besser? Vergesst jedes Mal, wo man den wegwirft. Hier. Cool. Und den auch noch. So. Ja, ich musste den wirklich nicht töten. Ist ja grandios.
Grandios, fabulos. Fuptilidup, Schupido. Ich hätte deutlicher sein müssen. Du musst den Bullimong mit einem Nahkampfangriff töten, um sein Fell zu bekommen. Klar, du könntest auch einen toten Bullimong das Fell abziehen, aber wo bleibt da der Spaß? Ah. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Komm her. So. So, her damit. Geht das nochmal? Ach komm schon! Wollte doch nur was probieren. Und schon stirbt man, hey. Das nennt man überreagiert. Könnte jetzt die Bullimongs dort hinten auch noch töten für Level, aber brauche ich nicht. So, was wollen wir? Eine Sniper-Rifle oder eine Schrotflinte? Das ist jetzt eine gute Frage.